Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Kurz. Kurz. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, gut, dass es in der Staatsregierung, verehrter Herr Vorsitzender Piazzolo, noch Leute gibt, die die Kultur hochhalten und auch Leute auffordern, da mal hinzugehen und betonen, wie wichtig das ist. Auch der Denkmalschutz ist wichtig, nicht nur wegen der großen Denkmäler in staatlicher Hand, sondern auch wegen der vielen nichtstaatlichen kleinen überall im Land. Da wurden zusätzliche Stellen geschaffen, aber das hilft natürlich nichts, wenn das Personal mit leeren Händen dasteht. Seit Jahren fordern wir Grüne eine Aufstockung der kleinen Denkmalpflege und des Entschädigungsfonds. Die nötigen Fördermittel, da kann man zig Leute einstellen. Wenn die zur Rettung unserer Denkmäler kein Geld in der Hand haben, hilft das alles nichts. Die Bierzeltreden über die Schönheit unserer Heimat bleiben dann Fake-Bekenntnisse, wenn die kleinen Eigentümerinnen und Eigentümer, die die Sanierung nicht aus eigener Kraft schaffen, finanziell im Stich gelassen werden. Auch dieser Haushalt ist für den Denkmalschutz leider wieder eine verpasste Chance. Kulturpolitisch finden wir auch, wurde auch einiges verpasst. Die Kulturmilliarde, die der Minister wie eine Monstranz seit Monaten vor sich herträgt, existiert im Haushalt nicht. Die Kulturagenda hat keinen Kulturförderbericht in Folge gehabt. Kulturkaskade, auch da warten wir vergeblich. Warum schaut man in den Haushalt? Bauen geht mit Haushaltsmitteln. Das vom Residenztheater, das Proben- und Werkstattzentrum, da sind Mittel eingestellt, 30 Millionen heuer, 20 nächstes Jahr. So geht Bauen. Bei allen anderen Kulturbaustellen nada niente, gar nichts. Musikhochschule, nichts in 2024, 500.000 Euro in 2025, Residenztheater, 0 Euro, 0 Euro. Haus der Kunst, 1 Million 2024, 2 Millionen 2025, Naturkundemuseum Bayern, 1,5 respektive 2 Millionen. Immerhin ist die Kaskade, genau. Immerhin deuten diese Zahlen an, dass die Pinakothek, die neue, irgendwann vielleicht mal fertig werden könnte. Da ist was eingestellt. Und auch die Tatsache, dass fürs Bayerische Konzerthaus die eingestellten Mittel eher nicht auf ein Einstampfen hindeuten, das macht mir natürlich schon Hoffnung. Aber Dampf, lieber Herr Vorsitzender, Dampf machen sieht ein bisschen anders aus meiner Sicht. Ich kann da nur appellieren, Herr Staatsminister, Sie reden gleich. Lassen Sie den Worten Taten folgen. Das heißt, wir brauchen Taten im Haushalt, wir brauchen Mittel, die da eingestellt werden, insbesondere in der Zivilgesellschaft. Da wurden für verschleppte Projekte wie Biotopia und Konzerthaus schon Millionen eingesammelt. Zeigen Sie jetzt, dass man Ihnen vertrauen kann. Bauen wird nicht billiger, und bei der Tiefe, mit der hier in die Rücklagen gegriffen wird, werden die Staatskassen auch nicht voller. Ja, Kulturpolitik hat mit Prioritätensetzen zu tun. Und es ist gefährlich für die Demokratie, wenn diese Prioritäten von falschen Leuten gesetzt wird. Deshalb will ich die letzte Minute noch nutzen, kurz was zu den Änderungsanträgen der AfD zu sagen, die der Kulturdebatte eh nur mit wenigen Verbliebenen beifügt. Dort sollen alle Ausgaben für Kultur- und Kreativwirtschaft, für digitales Kulturportal Bayern und für die Filmförderung und die freie Szene komplett auf 0 Euro gekürzt werden. Wirklich, wirklich erschreckend sind die Begründungen, wenn man sie liest. Ich zitiere. Kulturprojekte, die möglicherweise Männer, Inländer und heimatfeindlich sind. Zitat Ende. Zitat, evolutionelle kulturelle Entwicklungen, die man nicht behindern dürfe. Zitat, ideologische Kontaminierung von Kultur im Allgemeinen und Filmkunst im Besonderen. Zitat, parteipolitische Bekenntniskunst. Das ist die Fratze der Kulturpolitik der AfD, die da enthüllt wird. Und das Gegenteil von Vielfalt ist Einfalt, das Gegenteil von Kunstfreiheit und Freiheit ist Diktatur. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr dankbar, dass diese Partei hier fernab jeder Verantwortung steht und dass wir alle gemeinsam daran kämpfen, so eine Kulturpolitik hier in diesem Land zu verhindern. Vielen Dank. Vielen Dank.